Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt die Selbstzerstörung von Mois an, denn Jud Nerzu aus Weimar hat folgendes Video rausgehauen. Die Selbstzerstörung von Mois. Also ich hätte nicht gedacht, dass noch ein Video zu Mois kommt, aber es kam noch ein Video zu Mois. Und was er jetzt schon wieder gemacht hat, wir wissen es nicht, aber es wird wahrscheinlich wieder eine sehr wilde Nummer. Zerstörung von Mois. Mois wurde nämlich tatsächlich krachend zerstört, aber nicht von Kritikern wie Mamoudi, KuchenTV, mir oder sonst wem, der da ganz gerne mal mit dem Stock in die digitalen Seiten gepiekt hat. Wir waren nicht die Zerstörer, sondern Mois höchst selbst. Wirklich selten ist mir so ein heftiger freier Fall eines YouTubers jenseits der 2 Millionen Abonnentenmarke untergekommen. Durch seine jüngsten, nennen wir es fragwürdigen Entscheidungen, was seinen Kanal betrifft, sowie seinen neuen dubiosen Geschäftspraktiken, über die wir gleich sprechen werden, hat er halt endgültig den Nagel in den Sarg gekloppt. Wir haben, wie ich spaßeshalber vorausgesagt habe, tatsächlich ein Komm in die Gruppe Mois bekommen. Jawohl, ja! Das habe ich auch schon mitbekommen. Der will gerade jeden anstellen einfach. Also einfach, ja, einfach jeden in Deutschland anstellen für irgendein Versicherungszeug, glaube ich. Glaube ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das Versicherungszeug ist, aber wobei er wirkt auch so wie so ein Versicherungsvertreter, der plötzlich jeden anwerben möchte. Nun wirklich niemand von uns haben wollte. Tja, jetzt ist er da und damit müssen wir irgendwie arbeiten. Aber bevor wir das machen, zwei kleine Anliegen. Erstens, ich möchte kurz um Verzeihung bitten für mein letztes Video. Das war auf jeden Fall nicht meine stärkste Leistung. Allgemein finde ich das im Nachhinein doch ziemlich langweilig und zäh. Strukturell war es nun auch wirklich nicht so das Wahre. Ebenso war ich an vielen Stellen einfach zu unkritisch und habe einige Aspekte nicht völlig beleuchtet oder die gleich ganz übersehen. So Konsequenzen und sowas. Ja. Das kann ich auf jeden Fall definitiv besser. Nummer 2 hat... Guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe das Video nicht gesehen. Liegt aber daran, dass wir uns schon mehrere Videos zuvor zu Steuerung F angeguckt haben. Deswegen, ich konnte mir nicht noch ein viertes Video dazu angucken. Also bitte, bitte nimmst du mir nicht übel. Was mit dem... Auch Justin, ja, wirklich. Bitte, hätte es mir sonst angeguckt, wärst du eher dran gewesen. Algorithmus zu tun. Ich glaube, ich bin mit meinen letzten zwei Videos so ein wenig in Ungnade gefallen mit dem Algo. Hier mal zum Vergleich die Impression eines Videos davor nach. Es hat nichts mit... Also ich würde nicht mal sagen, dass das groß eine Algo-Sache ist, sondern manche Themen sind einfach nicht so spannend wie andere Themen. Oder weil viele andere Influencer das vielleicht schon davor behandelt haben. Na, deswegen klickt man da manchmal nicht direkt drauf. Ist nicht immer eine Algo-Sache, aber manchmal, doch, das fällt dann schon manchmal auf. Wie zum Beispiel mein Video, was heute rauskam, ist jetzt auch eine 10 von 10. Ne, ist dann einfach so. Vielleicht interessiert es nicht so viele Leute, es ist ja auch okay. Ja, aber ich hoffe natürlich auch für Just Nero, dass es immer schön weiter nach oben geht. 24 Stunden und vom letzten, also wie oft die angezeigt und vorgeschlagen wurden. YouTube hat da so ein bisschen den Riegel vorgeschlagen, deswegen wird es mir wirklich mega viel bedeuten, wenn ihr das Video hier liked und einen Kommentar schreibt. Da kriegt das immer hin zu liken, ja, oder mich zum Liken zu bringen. Als Dank dafür, weil ich weiß, dass es immer mega viele Leute machen, wenn ich darum bitte, habe ich einen 50-Euro-Gutschein in einem Video hier versteckt. Für einen einzigen Frame in drei Teilen, Plattform müsst ihr selber rausfinden, aufpassen, lohnt sich also. Zurück zu Mois. Um mal die Dimensionen des Körpers in die Jauche aufzuzeigen, den dieser Mann hier hingelegt hat, habe ich einfach mal die Wayback-Maschine angeschmissen und zwar 2 Monate in die Vergangenheit. Wir sehen ein Video mit 526.000 Aufrufen vor seiner Pause. Nach den 11 Monaten kamen 3 Videos, die zwischen 200 und 250.000 Aufrufen hatten und das ist auch so ungefähr der Schnitt seiner alten Videos, die grob von einem Jahr kamen. Das sagt uns, dieser Mann hatte eine loyale Fanbase. Die lange Inaktivität, die war eigentlich völlig Wumpe. War egal. Allgemein eine Sache, die nicht viele Creator so unbeschadet überstehen werden. Was das, was ihr gleich sehen werdet, umso schlimmer deutlich machen wird. Selbst nach seinem Skandal hat er immer noch 200.000 Aufrufe gemacht auf dem Video, wenn auch mit einem schon ziemlich brutalen Clickbait-Titel. Aber selbst das sollte ihm nicht die Gräten brechen, bis er diesen interessanten Umgang mit der Kritik an den Tag legte. Nachdem der Spendenvorwurf aufkam, wurde logischerweise auch seine Community so ein wenig kritischer im Umgang mit ihm. Es folgten Nachfragen, wo denn die Spenden verblieben sind, allerdings im Ton von: Ey Mois, Bruder, wir mögen dich richtig gern und stehen hinter dir, aber zeig doch mal bitte Belege, dass die Spenden ja wirklich angekommen sind. Man konnte also immer noch eine gewisse Wohlgesonnenigkeit, das ist kein Wort. Ich finde es verrückt, nachdem was alles so bei Mois generell schon rauskam, auch mit der Sache mit Maestro, dass die Leute immer noch hinter Mois stehen. Also wirklich beim besten Willen. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Vor allem, weil Mois auch irgendwie ein ganz komischer oder irgendwie, für mich persönlich stellt er so einen sehr weirden Typen dar. Also, ach Mann, ey, keine Ahnung. Also es gibt Menschen, denen ist das scheinbar wirklich alles komplett scheißegal. Die feiern Mois einfach bedingungslos. So, ich meine, ey, das ist einfach irgendein Random aus dem Internet am Ende des Tages.
Und der wird so abgefeiert und abgekultet, ich check das nicht. Ist, was ich sagen will. Dieser gute Wille seiner Fanbase wurde das erste Mal erschüttert durch seine Instagram-Tiraden. Auch bekannt als explodierter Reaktor. Habe ich ein Video drüber gemacht. Seine Fans wegen der Nachfrage, sag mal, was ist denn los da, als Bruder von Jürgen Hurenzorn zu bezeichnen, wird mir ja stinken. Als Fan ist es sicherlich kein cooles Gefühl zu sehen, wie der Influencer auf einen Ah, so wird also das Nesquik-Knusper-Frühstück hergestellt. Ach, gerade ist, kommt mir gleich das Kötzili. Ein kleines Kötzili kommt mir. Alter, das ist so unglaublich lame. So lame, dass man glatt einschlafen möchte. Auf einer Emma-Matratze. Transparenz-Disclaimer. Es ist in letzter Zeit. Oh, jetzt gibt's Hate. Jetzt gibt's Hate an der Stelle. Nicht böse gemeint, aber Emma, wir kennen ja Emma und wir mit dem Code. 10% reduziert. Also, komm und schnapp sie dir. Behalte den Shop genauestens im Auge und vergesst nicht, meinen Code JustNero5 zu benutzen. Oh, JustNero5, Leute. Da könnt ihr nämlich auch drauf sparen. Nochmal 5% zu sparen. Seine Schimpftirade. Da wird jetzt bestimmt auch ein Riesenskandal jetzt laufen. Bei JustNero. Bekundung, dass er ja auf all... Ich hoffe, dass Day darauf reagiert, auf das Video. Um obendrauf nochmal 5% zu sparen. Seine Schimpftirade und Bekundung, dass er ja auf alles und jeden spucken möchte, haben endgültig zum schiefen Haussegen in der Mois-Community geführt. Natürlich kam die himmelschreiende Arroganz und Überheblichkeit auch nicht sonderlich gut an. Wer hört schon gerne einem Influencer, der vom einen zum anderen Gülleplanschbecken springt, dabei zu, wie krass er doch ist und was für Klicks er mit seinen Skandalen macht? Und überhaupt, er ist ja viel, viel besser als alle anderen. Nur er hat wahrhaftig was gerissen. Er und seine Eier, wie er nicht müde wird zu betonen. Der stellt sich halt metaphorisch gesprochen mit einem digitalen Pensi seinen Klicks vor den Spiegel und brüllt Bankai. Dabei ist seine Karriere halt einfach ein K.O. gegangenes Raupi. Wie kann man denn so strunzendämlich sein, den Letzten, die noch zu einem halten, auch einen vor den Latz zu knallen? Ich check es nicht. Wirklich. Ja, aber den Leuten, denen er jetzt noch eins vorknallt, die sind so dumm, die checken es nicht und die werden weiterhin seine Videos schauen und ihn abfeiern. Also ich glaube nicht mal, also ich glaube, es gibt einfach zu dumme Menschen, die einfach nicht raffen, dass er auf sie scheißt im Endeffekt. Oder die wissen, dass er auf sie scheißt, aber sie feiern ihn einfach trotzdem. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Ich würde doch niemanden abfeiern, wo ich weiß, okay, der findet mich eigentlich komplett dämlich. Das ist krass. Das Vergraulen der Stammzuschauerschaft war aber auch nur das erste von zwei Puzzleteilen, die zu seinem Downfall geführt haben. Als Influencer gibt es tatsächlich eine Sache, die noch schlimmer ist, als bei seinen Fans in Ungnade zu fallen. Auch wenn feste Zuschauer wirklich essentiell für eine Karriere sind, gibt es immer noch Leute, die es einfach nicht interessiert, was kritisiert wird, weil die sich stumpf berieseln lassen wollen oder die leben halt hinterm Mond. Ebenso neugierige Gaffer, die sich dieses digitale Spektakel aus Faszinationsgründen einfach anschauen. Wie ein Unfall halt. Zu guter Letzt Hatewatcher. So könnte man sich auf jeden Fall noch über Wasser halten, wenn auch auf deutlich dünnerer Spur. Was man aber definitiv nicht übersteht, die Plattform, auf der man seinen Content veröffentlicht, zu verärgern. Das ist digitales Karrieren-Seppuku. Nur ohne den Teil mit der Ehre. Es gibt so ein paar Dinge als Influencer, die man auf gar keinen Fall, niemals und nimmer mit seinem YouTube-Kanal machen sollte. Und was soll ich sagen? Er hat alles getan. Alles. Ausnahmslos alles, um seinen Kanal zu zerstören. Mit alles meine ich, er hat jede Möglichkeit vollends ausgeschöpft, seinen Kanal 180 gegen die Wand zu fahren. Mit Erfolg. Wenigstens den Erfolg kann ihm niemand mehr wegnehmen. Nummer 1. YouTube liebt Interaktion und möchte natürlich, dass möglichst viel Zeit auf der Plattform verbracht wird. YouTube mag es, wenn Zuschauer Präsenz zeigen und aktiv sind. Dazu zählt die Watchtime, Likes und natürlich Kommentare. Was Mois in seiner Situation eventuell nicht tun sollte, ist, Zuschauern die Möglichkeit wegzureißen, mit den Videos zu interagieren. Hat er trotzdem getan. Er hat unter jedem Video, die Kommentare deaktiviert, weil für seinen Geschmack halt zu viel Kritik reinkam. Zu allem Überfluss hat er das auch noch arrogant kommentiert. Ja, dann ist die Frage, warte ganz, jetzt interessiert es dich aber, wie der Kanal von Mois da momentan läuft. Hier. Oh Junge, okay. Okay, da hat er wirklich seinen Kanal gekillt. Das ist der Kanal mit über 2 Millionen Abos, das ist sein Hauptkanal. Junge, ich dachte, er macht trotzdem noch über 100.000 Aufrufe. Yo! Real Talk aus der Hölle zu 36.000, 43.000, 29.000, 63.000. Das ist ja richtig krass. Das hätte ich jetzt beim besten Willen hätte ich nicht gedacht. Das ist so, also dass er so die Klicks verloren hat.
Wahnsinn. Tiert. Ja, niemand hat was zu sagen, außer ich. Hey, bist ein dummer Trottel, weißt du das eigentlich? Das ist der erste Pfeiler, der weggebrochen ist. Check ich nicht. Jeder Influencer weiß, dass das der Graus für seinen eigenen Kanal ist. Nicht nur wegen dem Algorithmus. Den Zuschauern die Möglichkeit wegzunehmen, am Social-Media-Geschehen zu partizipieren, führt generell schnell dazu, dass das letzte bisschen Community-Gefühl flöten geht. Ist weg und der Kanal wird ruckzuck langweilig. Auch nicht schön, aber er hätte die Kommentare zum Beispiel auf Hold stellen können. Dann kann er die freischalten, die ihm passen. Hauptsache, man kann irgendwie kommentieren. Ey, es ist so dämlich. Grund 2. Search Engine Optimization. Um wirklich gut zu performen, sollte man die SEO nicht außer Acht lassen. Erst recht, wenn man es gerade ein bisschen schwierig hat. Was heißt das? Metadaten, die mit dem Video verbunden werden, um es an passenden Stellen anzuzeigen und generell auffindbar zu machen. Um YouTube zu signalisieren, mit dem Thema hat das was zu tun, also werde ich bei dem Thema auch vorgeschlagen. Guter Titel? Nö. Passende, optisch ansprechende Thumbnails? Auch nicht, weil in einer Videoübersicht mit 20 anderen Videos muss man ja nicht herausstechen, um angeklickt zu werden. Klickt man natürlich auf das, was einen am wenigsten anspricht. Hey, doch, wenn Moisto zu sehen ist, das ist das Erste, was ich anklicken würde, weil Mois mein Lebenselixier ist. Ex- Fehlanzeige. Warum auch? Wäre blöd, wenn jemand nach Videos sucht und halt seine findet. Bei Kanälen, die übel gut laufen, muss man das nicht machen. Die werden sowieso vorgeschlagen. Aber wenn die Kanäle halt nicht so gut sind oder klein, sollte man vielleicht schon tun. Videobeschreibung? Auf gar keinen Fall. Wörter in der Videobeschreibung funktionieren übrigens ähnlich wie Text. Ich habe einfach mal einen wild durcheinander getippten Zahlen- und Buchstabencode in die Beschreibung. Mois auf die 1, aber sowas von. Ja, also ich bin auch komplett der Meinung, dass Mois hier auf die 1 gehört. Wirklich, der hatte mal, also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, bevor der mit den ganzen, also bevor der so einen Überhype bekommen hat, habe ich hin und wieder seine Videos geschaut. Dann hat er so seinen Hype bekommen, habe ich die Videos auch noch hin und wieder geschaut, weil es ganz interessant war. Ne? Das war die Zeit, als sein Kollege auf ihn aufmerksam wurde, weil er sich halt Mois genannt hat. Ein Kollege hat immer Mois so in seinen Videos und seinen Lieder mit eingebaut. Und das war so die Zeit, das habe ich mir noch angeguckt, aber irgendwann war das einfach nur noch ausgelutscht. Aber der hat wirklich auch ganz unterhaltsame Videos gebracht, war echt geil gewesen. Und was daraus geworden ist, Junge, was aus ihm geworden ist. Es ist traurig, aber das hat auch nicht immer was mit dem Umfeld zu tun, was schwierig ist. Und deshalb ist Mois so und so, sondern manchmal ist es auch eine Charaktersache, wie sich Mois dann zum Beispiel selber entwickelt hat. Und das, was alles so rauskam, ist ja wirklich unterirdisch, ja, wo es einfach nur wehtut. Und ich bin tatsächlich überrascht, aber sogar positiv überrascht, dass die Leute endlich mal checken, dass dem Typen hier Klicks und Aufmerksamkeit zu geben in Form von Likes oder irgendwelchen Kommentaren und so, dass es halt nichts bringt. Und ich bin froh, dass es wirklich auch keinen Anklang mehr findet, ne, im Verhältnis zu 2 Millionen Abos. Beschreibung gepackt. Kopiert den in eure YouTube. Ja, bisschen ApoRed-Vibes auf jeden Fall. Nur, dass ApoRed trotzdem irgendwie viele Aufrufe macht. Suchleiste und ihr werdet mein Video finden. Keywords trippeln. Heißt, Schlagwörter sind im Titel, in der Beschreibung und in den Text, damit du wirklich gut gerankt wirst. Selbstverständlich nicht. Genauso wenig wurden Endscreens eingeblendet. Wäre eine sinnvolle Maßnahme, weil YouTube es besonders gern hat, wenn man, nachdem man ein Video fertig geguckt hat, direkt das nächste vom selben Creator anschaut. Das fördert die Kanal-Watch-Time. Mein Analyse-Tool zeigt an der Seite nicht nur die verwendeten Tags an, sondern auch ein SEO-Score von 0 bis 100 möglichen Punkten, je nachdem, wie gut. Ich nutze auch nie Tags. Ich nutze auch nie Tags auf dem Hauptkanal oder auf dem Zweitkanal. Einfach weil es bringt nichts. Ah, es bringt nichts, Tags zu verwenden. Also, naja, es bringt nichts, aber mir ist aufgefallen, dass es irgendwie YouTube scheißegal ist, ob da ein Video abgeht oder nicht abgeht. Guties. Ich hatte zum Beispiel nie Tags genutzt, jetzt im Mai mit diesem Anni-Ding oder mit dem Unge-Ding und so weiter, wo die Videos alles in die Höhe geschossen sind. Da habe ich gar keine Tags genutzt, außer die Standardtexte, die immer da sind. Search Engine halt optimiert wurde. Mois Videos erreichen 0 Punkte von möglichen 100. Tja. Durchgefallen. Ich bin, was das angeht, wirklich ein richtig dreckiger Tryhard. Hier wird der Schreibtisch nicht verlassen, bis die SEO sitzt. Eins meiner letzten Mois Videos hat zum Beispiel einen Score von 85, obwohl es schon einen Monat alt ist und die Tags irgendwann schwächer werden. Das Wichtigste ist aber immer noch die Watchtime. Aber auch da habe ich ehrlich gesagt ein grummeliges Bauchgefühl. Das ist jetzt ein absoluter Spekulatius, aber wir wissen, dass Mois ganz gerne mal bottet. Seien es Kommentare, Likes, Aufrufe, sonst was. Keine Unterstellung, aber wenn wir mal die Klickkurve anschauen, fällt da schon etwas Komisches auf. Nach 24 Stunden hatte sein Video 7136 Aufrufe erzielt. Innerhalb der nächsten 24 Stunden fast das Doppelte obendrauf. Das ist komisch. So eine Kurve. Das will ich jetzt nicht zu sehr unterstellen. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wann das Video online kam von Mois, weil wenn das abends online kam, dann kann das schon durchaus sein, dass das, ich weiß nicht, ob das alle 24 Stunden geht hier, die Statistik, oder tagesabhängig ist. Es könnte auch sein, dass, okay, 7000 Aufrufe halt am ersten Tag waren
Und dann der zweite Tag, die ganzen 24 Stunden, kam halt nochmal mehr Aufrufe drauf. Weil würde er jetzt nur so bei 10.000 Aufrufen rumkrebsen, bei 2 Millionen Abonnenten, bei dem, was momentan auch bei ihm los ist, dann wäre das schon ultra, ultra wenig. Also hier würde ich nicht mal direkt vermuten und direkt sagen, okay, das ist safe gebottet. Wobei natürlich so am zweiten Tag so viele Aufrufe zu bekommen, mache ich auch nicht. Kurve habe ich noch nie gesehen, außer bei Hype-Videos, die von außen halt gepusht wurden. Wie soll das auch passieren? Am ersten Tag sind die Vorschläge am häufigsten und am zweiten, naja, wenn das Video gut performt, wird es halt noch vorgeschlagen, aber die performen halt nicht gut. Es ergibt keinen Sinn, dass die Videos innerhalb der ersten 24 Stunden nur 7.000 Aufrufe machen und auf einmal am nächsten Tag 13.000. Erst recht nicht, wenn man in Betracht zieht, dass er seine Search Engine ja wirklich gänzlich vernachlässigt. Die werden garantiert nicht random in den Algorithmus geschmissen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Andererseits, Wie gesagt, das sehe ich nicht zu 100% so. Gut, wobei zu Search Engine zählen ja jetzt nicht nur Tags und sowas. Aber zum Beispiel auf meinem InCav-Kanal, die Videos wurden auch eine Zeit lang oder werden auch stellenweise sehr, sehr viel vorgeschlagen, was natürlich sehr positiv ist und mich natürlich auch freut. Aber ich nutze da nie Tags oder macht da wirklich viel dafür, dass diese Search Engine so richtig gepusht wird und trotzdem wird es gut vorgeschlagen. Deswegen, das würde ich jetzt so nicht ganz genau sagen. Kann ich es ehrlich gesagt auch so ein wenig verstehen. Es sieht halt wirklich unästhetisch aus, wenn ein Kanal mit 2,1 Millionen Abonnenten nach 24 Stunden nicht mal 10.000 Aufrufe hat. Versteht mich nicht falsch, sich über niedrige Klickzahlen lustig zu machen, das ist komplett ehrenlos und kindisch. Finde ich schäbig. An der Stelle möchte ich übrigens öffentlich bei Commander Krieger um Verzeihung bitten. Bei dem habe ich das damals in Videos nämlich gottlos gemacht. So, ich habe mich komplett drüber lustig gemacht. War einfach uncool und unsportlich. Tut mir wirklich offen und aufrichtig leid. Die Reife, das zu sehen, hat mir halt... Zumal Commander Krieger übrigens korrekter Typ ist, ne? Muss einfach damals gefehlt. Mois macht es heute noch bei sämtlichen Leuten, ne? Und das gekoppelt mit Business-Praktiken, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, ist alles sehr shady. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an seine Story, in der er sein Statement verschoben hat, weil Akira Toriyama verstorben ist. Ruhe in Frieden-Legende an der Stelle. Und das hat ihn ja so hart getroffen, dass er das einfach nicht bringen konnte, ne? So hart, dass er einen Satz später damit angibt, wie viele Aufrufe er doch machen würde mit seinen Stories, während es um Trauer und Verstorbene geht. Dann wird auch noch die Beleidigungstirade angefügt. Vorhin habe ich ja schon angefügt, dass Watchtime das Wichtigste ist und ich den Verdacht hege, dass gebottet wurde, was meistens nicht gut für die Watchtime endet. Ist nicht belegt, nur eine Mutmaßung von mir. Was ich aber belegen kann, ist, dass er etwas viel, viel Größeres demoliert hat. Seine Gesamtkanal-Watchtime. Er hat alle alten Videos offline genommen. Alle. Das ist der endgültige Last Hit gewesen. Ne? 16 Gold. Mois Karriere steht vor Mois als Final Boss und hat eine Net 1 gewürfelt. Critical Fail. Im Autoplay zum Beispiel gehen alte Videos von Creatoren an, erst recht, wenn man halt zum Schlafen YouTube guckt. Sie werden random irgendwo angezeigt, gerade weil Videos mit mehreren Millionen Klicks dabei waren. Ehemalige Fans wollen vielleicht nochmal in Nostalgie schwelgen und in Zeiten zurückversetzt werden, wo noch alles gut war. Nichts da. Er hat seinem Kanal wortwörtlich die letzte Lebensessenz geraubt. Über den Einzelvideo-Watchtimes steht nämlich noch die Gesamtkanal-Watchtime. Und die existiert nicht mehr. 650 Millionen Aufrufe. Puff, weg. Einfach weg. Der hat im Februar noch vor seinem Comeback 2 Millionen Klicks gemacht, ohne Videos. 2 Millionen! Das ist nicht nur für das Fortbestehen des Kanals eine wahnsinnig dämliche Entscheidung gewesen, sondern auch aus finanzieller Sicht. Bei guter Monetarisierung sind 2 Millionen Aufrufe 15.000 Euro, bei schlechter 5.000. Das sind doppelt so viele Klicks, wie ich im Monat mache, mit meinen 2 bis 4 Videos. Ja, Junge, aber wobei man auch sagen muss, den CPM, den Chasnero hat, das kannst du mit keinem anderen CPM vergleichen. Wirklich, der hat den höchsten CPM, den ich gefühlt kenne. Und wenn er danach geht, habe ich zum Beispiel einen schlechten CPM. Ja. Ich habe wirklich da einen schlechten CPM. Wirklich, ich habe einen 3er CPM. Oder 3er RPM. Das heißt, pro 1000 Klicks 3 Euro. Da gibt es Leute, die haben pro 1000 Klicks einfach 10 Euro oder 12 Euro. Ne? Also die verdienen einfach das Vierfache stellenweise davon. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, aber ja, keine Ahnung. Damit habe ich mich aber schon immer abgefunden. Ich hatte nie einen riesigen CPM gehabt. Videos. Wie ist es beim CPM so ein Unterschied? Ich weiß, ja, es kommt auf die Länge des Videos an, wie werbefreundlich ein Video ist, wie die Zuschauer sind, wie die Zuschauergruppe ist, wie die Werbung für die Zuschauergruppe angepasst wurde, bla bla bla. Es hat so viele verschiedene, ich weiß nicht, Parameter oder so, wenn man das so nennen kann, so viele verschiedene Faktoren. Keine Ahnung. Das weiß niemand, wie das genau bemessen wird. Na, aber danach ist dann halt der CPM abhängig.
Deswegen auch danke, dass ihr so rein supportet bei den ganzen Placements, die ich mache. Beim Schnitt habe ich ja mittlerweile Hilfe, ohne die sonst noch weniger Videos kommen würden. Wir sitzen halt zu zweit an den Videos, weil das für eine Person alleine einfach viel zu anstrengend wäre. Und die Person, die möchte natürlich auch gut bezahlt werden. Als Beispiel für die beiden vorherigen Mois-Videos hat er von mir 1.500 € bekommen, weil wer gut bezahlt wird, leistet auch von alleine gute Arbeit. Mois hätte sich zum Beispiel einen Cutter einstellen können und einfach wieder vernünftige, gut geschnittene Videos raushauen können. Stattdessen kommt die übelste Pampe. Das werden wir gleich noch besprechen. Zurück zum eigentlichen Thema. Dieses quasi aufwandslose freie Einkommen hat Mois einfach angezündet mit dem Offline-Nehmen aller Videos. Einfach verbrannt. Als Beispiel hier mal ein altes Leroy-Video von mir. Das hat diesen Monat, obwohl es schon alt ist, trotzdem. Verstehe ich aber auch nicht, warum man die ganzen Videos offline nimmt. Also das ist mir nicht ganz begreiflich, weil nicht nur, dass es den Kanal ja auch so ein bisschen repräsentiert und man auch dann den Verlauf sieht, yo, wie hat er denn überhaupt damals auch so performt, sondern das killt wirklich deinen Kanal. Also, weil YouTube dann sagt, okay, er macht keine Aufrufe mehr, oder den brauchen wir nicht mehr anzeigen. Also, bei dem ist der Hype scheinbar weg. Trotzdem noch 100 € abgeworfen. Ich habe das als Referenz genommen, weil das halt ungefähr die Klicks von Mois alten Videos sind, so im Schnitt. Bei mir war es natürlich ein brachialer Overperformer. Der hat einen RPM von 16. Ich glaub's nicht. Der hat einen 16er RPM. Ja, wirklich, Chasnero hat das größte Glück, was das angeht. Das ist crazy, ehrlich. Ich hab einen 3er RPM, wirklich. Der hat einen 5-fachen von mir. Der hat einfach einen 5-fachen RPM von mir. Das ist unfassbar. Aber ihr seht, wie viel Geld der da aus dem Fenster schmeißt. Nicht nur er verdient daran, sondern auch YouTube. Um genau zu sein, nochmal denselben Betrag, den der Creator bekommt. YouTube mag es nun wirklich nicht gerne, wenn man seine Geldquelle versiegen lässt. YouTube mag das ganz und gar nicht und hat da ruckzuck den Kaffee auf. Das kann ich dir versprechen. So, seine Statistik sieht halt wirklich brutal aus. Minus 20.000 Abonnenten im monatlichen Durchschnitt und minus 650 Millionen Klicks. Aua, aua, aua. In der detaillierten Statistik sehen wir auch, dass seine Klicks von 20.000 bis 50.000 auf teilweise nur noch 1.000 am Tag geschrumpft sind seit der Offline-Nahme seiner Videos. Im Oktober 2022 hatte er noch 30 Millionen monatliche Aufrufe, Alter, und ein Plus von 140.000 Abonnenten. Seht ihr, was ich meine mit freien Fall? Und das hat er einfach komplett selbst zu verantworten. Wie gesagt, wenn seine aktuellen Videos wenigstens gut wären, so spannend oder... Hey Arni, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt. Wir gucken uns hier gerade die Zerstörung von Mäusern an. Oder die Selbstzerstörung von Mäusern an. Von Just unterhaltsam Nero. Sind sie nicht. Seine Videos in einer Nutschale. Raus, ja? Erstens, Wutreden auf Kritiker aller. Zweitens, überhebliches Geprahle mit Reichtum, der irgendwie nicht so existiert. Ich sehe gerade krasse Parallelen. Hier zum Beispiel. Das ist die Welt, darum habe ich nur Bitcoins, verstehst du? Habibi Bruder, Salam alaikum. Kann ich dir 100 € überweisen und du gibst sie mir bar? Mois, wir beide wissen, dass du gerade alles bist, aber nicht reich, mein Freund. Jedes Video besteht aus, oh, ich bin so reich und ich mache Business ohne Ende. Ja, und dann gibt es noch eine Ankündigung für Mois. Also, ich weiß nicht, ob es mir so auffällt, aber kann sein, dass der Typ unfassbar viel abgenommen hat. Also, der war doch mal breit gebaut, also wirklich sehr breit gebaut, oder? Dann hat er so ein bisschen, ja, abgenommen, aber immer noch sehr, sehr stabil drauf und das ist ja jetzt heftig einfach. Er ist auch im Gesicht übel dünn geworden. Mois Burgers, die plötzlich verschwunden ist und Restaurant, das er aufmachen wollte. Oder ich bin einfach zu blöd, das nochmal zu finden. Vor allem habe ich noch gesagt, der ist 2 Videos von der Telegram-Gruppe plus IBAN entfernt. Und was ist passiert? Die Hälfte ist schon mal getan. Es fehlt nur noch die Gruppe. Der vom Punkt-Strich ist kontaktiert. Leute, ich wollte irgendwie immer die Möglichkeit, viele von euch einzustellen. Und viele fragen mich ja, ey, Bro, hey, Mamuti, ich brauche einen Job. Und ich sage euch ehrlich, ich kann jetzt 100 Leute einstellen. Alhamdulillah. Oh, Gott sei Dank, keine Sim. Ich kann jetzt 100 Leute einstellen. Der Klassiker, wer kennt es nicht? Erstmal 100 Leute einstellen. Das geht bestimmt einfach so. Und wahrscheinlich ist Mois derjenige, der verantwortlich ist für 100 Leute. Auf jeden Fall, Bro. Seminare. Und eine wichtige Sache. Es gibt am Samstag einen Seminar, den ich auch halte, unter anderem. Ich wollte es eigentlich nicht posten. Er hält ein Seminar. Junge. Boah, also da spricht die Expertise in Person. Also wirklich, wenn ich jetzt vor mir eine Mois hätte, der über Business spricht, dann würde ich sagen, ja, der spricht wirklich aus Erfahrung und er ist ein sehr Gelehrter, ja, und er kann mir sehr viel beibringen noch, so, weil er es einfach geschafft hat. Außen, aber jetzt
dadurch, dass ich auch so dieses Team gründen darf und dies, das, das ist schon geil. Und wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, was da überhaupt abgeht und so, wir haben einen Sternkoch da, Alter. Also, ja, nee, ich will nicht mehr. Zurück zum Bestand seines Contents. Drittens, dummes Geschwätz. Gottlos dummes Geschwätz. Mois hat letztens ein Video hochgeladen, in dem er über die Pyramidenverschwörung theoretisiert. Er war beim Seminar und hat auf der Bühne Drehkicks gemacht. Da krieg ich doch schon. Wirklich? Also hat er das wirklich gemacht oder ist jetzt ein Spaß? Also er hat das auf Ernst gemacht oder wie? Oh. Ja, aber was erwartest denn du sonst so eine Mäus? Dass der dir da irgendwie was erzählt, wo du von lernen kannst? Also wirklich was Seriöses? Kam Takes à la, die Pyramiden sind aus dem Fluss gekrabbelt oder wurden von übernatürlichen außerirdischen Wesen auf die Erde gebracht? Es ist einfach zu wild. Viertens, Mois macht Kokosnuss auf. Mag Kokosnüsse. Was kann man da noch sagen? Ab da ist schon vorbei, weil ich könnte jetzt aufhören mit diesen ganzen Videos, jetzt wirklich für immer und ewig. Diese 3000 Leute sortieren, 500 ausbilden und ich bin durch. Ich bin jetzt schon durch. Ja, durch bist du wirklich. Ey, es ist einfach nicht mehr zum Ausdenken. Du hast das Gefühl, der Mann verblödet auf dem Meter dreimal, was Social Media angeht. In dem Sinne, falls ja, jetzt keine... Wirklich, bei ihm merkst du so richtig, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Bei ihm hast du so richtig das Gefühl, ey, der Arme, dem geht's da einfach auch gar nicht gut. Krassen Sachen mehr passieren, war es erstmal das letzte Mal, dass ich über ihn sprechen werde. Er liegt halt mittlerweile am Boden und dann noch weiter nachzutreten. Wenn nicht irgendein Gigascam oder sowas kommt, naja, dann sehe ich mich einfach nicht so da. Aber wie wir ihn kennen, ist er wahrscheinlich gerade wieder nur zwei Ecken vom nächsten Schabernack entfernt. Wir hören uns. Ja. Danke fürs Dranbleiben und danke an jeden, der bis hierhin geschaut hat, sowie an jeden, der dieses Video bewertet. Und denkt an den Code und... Ja, Leute, ich habe den Code übrigens nicht gefunden. Sehr traurig. Damit tschüss. Den hat er bestimmt im letzten Frame eingeblendet. Nee, hat er nicht im letzten Frame eingeblendet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der Code war. Fuck, ich hab's nicht gesehen. Gebt auf jeden Fall ein Like, Leute. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und schreibt mal bitte Schabernack als Algorithmus-Kommentar. Weil nur die wahren Schabernacks unter euch, die wissen, was Mois für ein krasser Charakter ist. Und dass er auch der Main-Charakter ist. Und nicht hier nur so ein Sidekick von irgendwem. Nee, also ich denke schon, dass er da ein großes Business anstrebt und er ist ein großes Idol, ein großes Vorbild von mir. Und deswegen, ja. Ja, nee, also Mois Ding, glaube ich, alles, was er sagt und ich hoffe, dass er da seine 100 Leute einstellt. Aber will der nicht noch viel mehr Leute einstellen? Also über 1000? War es nicht so? Ich hoffe auf jeden Fall, dass sein Business mal noch so richtig nach oben geht, weil er definitiv, da nur was bringt mit Substanz. Und das finde ich wichtig und auch richtig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gern ein Abo da. Ich würde mich doch sehr, sehr freuen. Das seid ihr die Allercoolsten. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's nicht so wie Mois und haut rein. Ich denke, dann zwänge ich euer Alpha Kevin und ciao, ciao.